Gut. Gehen wir wieder hoch zu Chaco. Chaco! Ich frage mich, ob sie ihren Lippenstift zurückhaben will. Aber nein, den kriegt sie nicht. Das ist jetzt unser Souvenir. Unsere Erinnerung an diese gewisse Handlung, die wir mit Chaco gemacht haben. Es war nichts Perverses, nein, wir haben nur mit ihr in einem Bett geschlafen und. Ja. Okay. Bla bla bla, du hast einen Kristall gemacht, ich weiß, und du wirst ihn auf dich selbst anwenden. Das ist eine ganz schlechte Idee, Doktor. Eine ganz, ganz schlechte Idee. Das willst du eigentlich nicht tun. Na toll, der Kristall hat den Schuss blockiert. So. Vielleicht schaffe ich ihn diesmal auch ohne mich drücken zu lassen. Zumindest diese Form. Dann, das wäre ziemlich gut. So. Okay, nein, ich mag dich nicht. So. Ah, nein. Ah, gut, 43. Ich habe einen Schaden genommen. Das ist auch noch in Ordnung. Aber 5 Schaden, das ist nicht mehr in Ordnung. Nein, das war schlecht. Aber ich bin noch sehr gut dabei. Ausweichen. Ich weiß nicht, wie viel Schaden die machen. Ich will es auch nicht wissen. Die verschwinden relativ schnell. Das ist sehr gut. Nein, nicht getroffen. Aber jetzt, komm. Jawohl. Verwandle dich. Doktor entwickelt sich zu Monster-Doktor. Drücke B. Er hat nicht B gedrückt, um die Entwicklung zu stoppen. Komm her, nein. Oh Gott. Du blöder Mistkerl, du teleportierst dich immer dahin, wo wir sind. Das nehme ich dir übel. Hier, friss das. Friss mein Laserbeam. Okay, ich muss jetzt die ganzen Fledermäuse mal fertig machen. Weil sonst machen die mich fertig. Okay, friss das. Friss mein Laserbeam. Ich sagte, du sollst meinen Laserbeam fressen. Sehr gut, besiegt. Und er zerfällt in lauter rote Fragmente. Sieht aus wie rote Blütenblätter. Yay! Und der rote Kristall, der fliegt nach oben. Nein! Wir haben den Doktor besiegt. Es geht noch weiter nach oben. Was wird uns dort erwarten? Der Kern? Ha, das war etwas. Du hast es geschafft. Ich fühle mich wie eine Prinzessin. Sue? Oh, ich kenne sie. Das Mädchen, das aussieht wie ein Mimiger, aber sie ist wirklich ein Mensch, nicht wahr? Meine Augen können nicht betrogen werden. Egal, sie ist nicht hier. Ja, egal. Dann gucken wir mal nach oben. Vielleicht ist Sue ja da. Und die Musik, ja, sie ist schön. Was erwartet uns denn hier? Und Black Space. Und ihr kennt diese Dinger. Das ist der Kern, der ist hier. Das ist weit genug. Misery lebt noch. Und der Zu. Nein, Zu. Wenn du ihr Leben wertschätzt, dann tritt zurück vom Kern. Also, sogar ein Roboter kann sich um das Leben eines anderen kümmern. Du bist wirklich anders als die anderen, die hier so viele Jahre vorher herkamen. Ich hätte mir niemals erträumt, dass du den neuen König besiegen würdest. Nun, so sei es. Lass mich dir einen Deal vorschlagen. Du kannst zusammen mit dieser Insel sterben, oder du kannst sie verlassen und vergessen, dass du jemals herkamst. Wenn du versprichst, diese Insel sofort zu verlassen, kann ich dir garantieren, dass das Mädchen lebt. Andererseits, nee, falls nicht. Rumble, rumble, Fragezeichen. Du sollst nicht entkommen. Wer ist dort? Hast du wirklich die Stimme deines Meisters vergessen? Und rote Blütenblätter. Nein, das sind, glaube ich, keine Blütenblätter. Sehen eher aus wie Blutklumpen. Oder Kristallklumpen. Hahaha. Die Kraft des roten Kristalls ist wirklich wundervoll. Es erfüllt mich sogar jetzt. Mein Körper mag zerstört sein, aber mein Gewissen, nein, mein Bewusstsein war niemals mehr konzentrierter. Es fühlt sich so an, als wäre ich ein Superman geworden. Du! Was ist falsch? Was ist stört dich, Misery? Hast du Angst vor meiner Form? Girl! Du bist noch nicht tot! Be gone! Und da er nicht mehr die Krone trägt, muss Misery ihm nicht mehr gehorchen. Tut, tut, tut. Nur ein Idiot würde vergessen, dass sein eigener Meister
keinen freien Willen schätzt. Misery, du wirst meine Puppe sein, bis zu dem Tag, an dem du sterben wirst. Und er befällt sie, oh Gott. Und sie mutiert auch noch, oh mein Gott, eine mutierte Misery. Let's get out, lass uns hier verschwinden, gute Idee. Renn, nein, der Kristall, hä? Und Sue mutiert auch noch, nein. Gut, und ihr hat den Kern befallen. Du wirst diesen Platz, diesen Ort nicht lebend verlassen. Gut, das ist jetzt der richtige Bosskampf. Und wie man sehen kann, er hat Sue und Misery und ich entlege mich denen erstmal, denn, wobei ich glaube, ich sollte erst Misery entledigen, denn wenn Sue weg ist, dann macht die eine sehr blöde Attacke, die mir nicht gefällt. Aber hey, diese kleinen Viecher sind nützlich, die geben mir Leben und das kann ich gut gebrauchen. Ich lasse mich gerade viel zu oft treffen. Hilfe? Und es ändert sich jetzt nicht daran, ob ich die besiege oder nicht besiege. Ich habe es einmal geschafft mit Misery und Sue besiegt und einmal ohne und ich überlebe beide. Von daher, wo bin ich? Da bin ich. Ich habe nicht gesehen, wo ich war. Aber ich muss die besiegen, weil sonst... Ah, Gott. Alter, so viel Schaden. Und diese kleinen Sprungviecher nerven mich ziemlich. So, Misery. Oh, Sue, hallo. Hast du vergessen, wer ich bin? Ich bin ein Freund, ich will ja nichts Böses. Aber gut, du bist gefallen von einem roten Blumending. Kristall. Ah. Misery. Moment, habe ich Sue besiegt? Wo ist Sue? Ich sehe Sue nicht mehr. Das ist nicht gut. Habe ich Sue? Ich habe, glaube ich, Sue besiegt, oder? Das ist, nein, ich habe Sue besiegt. Jetzt schießt sie diese suchenden Geschosse, die auch Monster X schon hatte. Die ich nicht mag. Weil sie halt gerne auch mal aus dem Boden kommen. Und dann trefft sie mich. Deshalb muss ich Misery jetzt erst so schnell wie möglich besiegen, damit ich mich ganz und voll und ganz dem Kern widmen kann. Diesem grinsenden Bastard. Hallo. Okay, dann. Jawohl, ich habe Misery besiegt. Gut. Oh, 17 Leben noch. So. Jetzt kann der Kern kommen. Ja, genau, mach zu. Genau in dem Moment, in dem ich auf dich schieße, ne? Ist klar. Wunderbar, gut. So, ich würde gerne hier meine Raketen benutzen. Denn die machen immer noch am meisten Schaden, noch mehr als die Spur. Bloß, die kann ich halt nicht so oft einsetzen, ne? Oh, hier, bam, hat man gesehen. Ein paar Mal draufgeschossen und schon so viel Schaden genommen. So, der lässt sich leider nicht so oft treffen. Aber er ist jetzt durch die Booster und so wesentlich einfacher. Und da hier kein Wasser ist, wesentlich einfacher als der Kern, der vorher da war. Zumindest finde ich das jetzt gerade so. Ich empfinde es. Wow, 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 nein. Ich habe nur noch 5 Leben. Oh Gott. Nein, nein, nicht von ihm. Was? Oh, er hatte doch noch so wenig Leben. Nein. Okay. Ich mache hier nochmal einen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder. Und diesmal werde ich den Boss besiegen. Bis gleich.